I wanna fly away, where there's no TVs and the people don't know my name. Hallo meine Hübschen, wundert euch nicht, dass ich das gleiche nochmal anhab, aber ja. Heute drehe ich zwei Videos, das hier ist das zweite. Und zwar, ich habe einen gemischten Haul neben mir liegen, lauter verschiedene Sachen. Ich war ein bisschen einkaufen bei Poco und beim Netto und im Thomas Philips. Ja. Und die Sachen würde ich euch ganz gerne zeigen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. NKD war ich auch noch. Fangen wir mal mit NKD an. Und zwar, da habe ich diese Kurzgardinen gefunden. Ich wollte meine Gardine mal zu Hause austauschen und die fand ich ganz niedlich. Und deswegen habe ich da mal zwei mitgenommen. Dann gehen wir mal zu Poco über. Auch da war ich auf Gardinensuche und habe reduziert diese mitgenommen. Die anderen waren 3,99 vom NKD regulär. Und die hier sind von der Poco, die sehen so aus und haben 6,99 gekostet. Dann hier noch im Braun. Die fand ich auch ganz schön für 5,99 €. Und dann noch zwei weiße, das sind zwei diese hier, für jeweils 7,99 €. Dann habe ich ebenfalls bei Poco Bettwäsche mitgenommen. Ich wollte wieder so eine schöne Mikrofaserbettwäsche. Ich habe mir dort schon mal eine mitgenommen und die war so richtig schön vom Material. Und die ist mir leider jetzt kaputt gegangen und deswegen, ja, habe ich geguckt und habe diese schöne hier gefunden. Ja, und da habe ich mir, die war reduziert auf 7,99 €. Da habe ich mir dann natürlich für mein Boxspringbett zwei Stück mitgenommen. Fand ich ganz schön. Dann habe ich, ach ja, nichts Besonderes, Taschentücher noch mitgenommen. Dann ebenfalls beim NKD habe ich diese schönen Ohrringe gesehen. Ja, die fand ich ganz niedlich. Ich stehe momentan auf solche runden und diese türkisen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und für 2 Euro habe ich mir gedacht, nehme ich die mir mit. Dann war ich, wie gesagt, oder machen wir mal mit Netto weiter. Ich habe hier vom Netto noch Lippenpflegestifte mitgenommen. Da konnte ich mich nicht entscheiden, weil Melone musste ich natürlich mitnehmen und das andere war Kokos. Das sind halt einfach die zwei, auf die ich total stehe. Ja, ich bin gespannt, wie die so sind. Wir können sie gleich mal ausprobieren. Und zwar gucken wir mal. Also das ist der Kokos. Wow, also der Kokos ist super gut. Yay, also der gefällt mir richtig gut. Und jetzt schauen wir mal den Melone. Ich hoffe, er färbt nicht. Doch, der wird färben, denke ich. Ja. Naja, geht. Also färbt ein bisschen. Und ist vom Geschmack her auch mega gut. Ja, freue ich mich drüber. Dann habe ich noch was Meloniges gefunden beim Netto, und zwar das hier. Einen Fußschaum-Melone. Ich weiß gar nicht. Riecht man leider nichts, aber ich fand den schon allein von der Verpackung her so ansprechend. Ich liebe halt einfach Melone. Ja, irgendwo da drin ist nochmal ein Teil. Genau, dieses hier habe ich mir auch noch mitgenommen beim Netto. Natürlich auch Melone, ein Fuß Balsam. Schauen wir mal, wie der schnuffert. Ja, riecht das gar nicht. So, auch noch Melone, eher so cremig. Aber ich finde es trotzdem ganz cool. Dann war ich, wie gesagt, im Thomas Philips. Da habe ich für meine Katzen wieder was mitgenommen. Und zwar dieses Trockenfutter, mögen sie ganz gerne und vertragen sie gut. Kostet 1,99 €, deswegen habe ich es mir nochmal mitgenommen. Dann habe ich von Sayos für 1,99 € dieses diese Glanzkur mitgenommen. Fand ich vom Duft ganz cool und habe ich so noch nicht gekannt, deswegen wollte ich es mitnehmen. Dann habe ich mir von Glisskur ein Shampoo mitgenommen, dieses hier. Auf das war ich schon länger scharf. Das haben wir Repair Shampoo, Monoi-Blütenextrakt, bla bla, genau. Egal, ich fand den Duft einfach gut und deswegen habe ich es mitgenommen. Dann noch Goodies für meine Katzen. Diese kleinen Dreamies gab es wieder in für, was ich, 60 Cent oder so. Und da schlage ich dann immer zu, weil die mögen sie recht gerne. Genauso wie diese hier, die mögen sie auch total gerne. Da habe ich dann auch wieder gleich zwei mitgenommen. Genau, und ja, die Sorte gab es noch. Dann habe ich mir das hier mitgenommen. Und zwar die Spülung von Garnier Fructis. Kraftloses, geschwächtes Haar. Ja, ich finde den Duft super gut, deswegen dufte die mit.
Ebenfalls gut vom Duft fand ich diese hier, und zwar der Schadenlöscher. War hinten so ein gratis Handwärmer dabei, brauche ich im Sommer bestimmt nicht. Ja, genau. Und das fand ich auch ganz interessant, ein Reinigungsöl, Augen-Make-up-Entferner. Ja, den wollte ich mal ausprobieren. Riecht ganz angenehm, also ich bin gespannt. Ja, steht drauf, soll wasserfestes Make-up entfernen. Ja, gibt jetzt ganz viel so Reinigungszeug mit Öl, und ja, wollte ich einfach mal ausprobieren. So, und dann kommen wir schon zu den letzten zwei Sachen. Ja, das war's dann. Was zum Essen, und zwar, ich habe beim Thomas Philips Ravioli mit vegetarischer Füllung gefunden, mit Käsefüllung, und ja, die wollte ich auch probieren. So, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und ja, ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Video. Ciao!